So, und damit, ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 3. Wir sind immer noch in irgendeinem Dörflein, haben mal wieder Muni aufgestockt. Hey, der Klassiker, also ganz ehrlich, was würden wir nur ohne Munition machen? Es ist exakt wie in GTA. Du gibst fast nur Geld für Munition aus. Aber weil du so viele Leute abballerst. Ja, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Da haben wir noch, da haben wir jetzt die MP, stimmt ja, die Shotgun. Auf 3 natürlich die Snipe, genau, alles wie beim Alten. Muss mich nochmal reinfinden. Wir haben 3-3-3-3-3. Wir haben 3 Jagdaufträge, beziehungsweise Jagdauftrag, Tötungsauftrag. Nee, Quatsch. Jagdauftrag, Tötungsauftrag. Ist ja auch Symbol hier, dieses sehr unauffällige. Okay, ja, wenn man Tötungsauftrag mal zuerst, würde ich sagen. Na, erhöhte Verschadens mit einem Messer. Ja, das mit dem Messer kennen wir ja schon. Okay, wo müssen wir denn da hin? Zeitschwan, wo sind das? Ah, das ist ja ein Katzensprung. So, dann springen wir mal leichtfüßig wie eine Katze dahin. Okay, wir haben 12 Mollys, 12 Granaten. Schön. Ich glaube, die haben wir jetzt auch auf Maximum, ne? Oha, sind wir ja schon. So, dann komm, mach mal den Turi hier. Okay, Dude. Okay, der Boss hockt wahrscheinlich da oben drin. Da habe ich gerade einen Arm gesehen. Ja, da, ich schätze mal da oben. Kriegen wir die gescheit umrundet? Ich hoffe, hier ist nicht wieder irgendein Komodo-Varan, der sich so denkt, jo, ich greife dich jetzt mal an. Wieder ein bisschen Blick drauf, aber ich will nicht auch markieren. Das ist doch der Boss, genau. Ah, da haben wir noch einen Scharfschütze. Okay, Oh, da unten ist auch noch... Ah, das könnte lustig werden. Also, wir könnten den Scharfschützen da oben silent killen. Das würde theoretisch keiner mitkriegen. Den da unten auch. Die andere Seite ist dann schon schwieriger. Okay, das können wir jetzt gerade vergessen, weil die jetzt gesehen werden. Scheiße. Ich muss einmal außen rum. Gut, dann. Moment. Gehen wir mal auf die MP. Die ist jetzt zum Glück auch silent. Oh, was leuchtet denn da hinten? Dann müssen wir mal als nächstes, wenn ich mich dann noch dran erinnere. Oder wie ich hin? Das interessiert mich, was da ist. Okay. Kriegen die ja zum Glück nicht mit, wenn hier einer durchrennt. Schade, dass ich den mit dem Messer killen muss, ne? Aber sonst wäre es ja viel zu langweilig. So, den da unten müssen wir jetzt mal kriegen. Scheiße, das hat irgendeiner mitgekriegt. Oh ja. Mal Kasper Kopf schießen. So, die anderen haben sie nicht. Ist geil. Die haben es mitgekriegt. Die haben angefangen zu brüllen. Ja, sollte man vielleicht nicht gleich plündern, weil da oben ja eventuell noch ein paar Leute sind, die uns sehen könnten. So, kriegen wir den da irgendwie raus. Oh, Reißschussfeld. Einmal. Okay, ich lade mal nach. Am besten ist, wenn der Boss gar nicht mitkriegt, dass seine Kumpels gerade alle verreckt sind. Das hat er jetzt mitgekriegt. Scheiße. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich schmeiße eine Granate rein, ne? Aber dann stirbt er halt. Hä? Wo hänge ich hier denn fest? Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt habe ich den... Super. Der hat natürlich eine Shotgun. Oh, jetzt... Boah, der bleibt auch an jeder Scheißstelle hängen. So, jetzt müssen wir einfach gucken. Oh. Das hat überraschend
Naja, mir wäre es lieber gewesen, wenn wir nicht mitgekriegt hätten. Beziehungsweise, wenn die uns nicht mitgekriegt hätten. Was will man machen, ne? Dafür war es dann doch, hat es dann doch ganz gut geklappt eigentlich. Ah, wird wieder Kohle gescheffelt. So, da liegt auch noch einer. Nehmen wir mit. Ist der Beuterucksack voll? Nee, der hat einfach nur kein Stuff dabei. Also wenn der Beuterucksack voll ist, weiß ich auch nicht mehr. Gut, ich meine, das wäre jetzt nichts Neues, dass er voll ist, aber... gibt's hier noch eine Kiste oder ist die oben? Ah, da liegt noch einer. Hi. Gib mal her dein Stuff. So. Hier sehe ich jetzt nichts. Dann muss das wohl da oben sein. Ach. Ja, hey, hab mal wieder mal vergessen, das Fenster zuzumachen. Draußen fällt jetzt ein Traktor los. Toll. Willkommen auf dem Land. Schlepper. Oh, ein Medikit. Ja, hi. Nehme ich gerne. Kann ich nicht nehmen. Kann ich nicht. Ich kann es nicht nehmen. Ich wurde nicht verletzt. Was ist das denn? Ich teste mal was. Hat da irgendeiner geredet, aber ich das? Verstehe ich nicht. Ja, okay, warte, wo sind wir? Wir sind hier. Ich wollte da drüben noch gucken, was da so, ja. Ich gehe mir mal das Medikit holen. Ja. Hey, da ist ja ein Medikit. Gut, da haben wir das also auch. Auf Ziegen. Ziegen stören mich nicht. Merke, bei Tieren über die Shotgun am Anschlag. Da drüben hat es irgendwo so heil geleuchtet. Bei irgendeiner Hütte. Das muss da. War das da? Nee. Das war nicht da, glaube ich. Ich meine, das war dahin. Genau. Ich wollte wissen, was da hinten abgeht. Ist da ein Lager oder irgendwas? Das leuchtet hier doch. Boah, jetzt leuchtet es nicht mehr. Klar, wenn man näher kommt, dann wird es natürlich nicht heller, sondern dunkler. Das ist. Ah, hey, Kiste. Das ist diese. Sehr stabil, muss ich sagen. Da können wir auch wieder einen Abflug machen, aber wir haben noch ein paar Jagdaufgaben. Ja, alles gut, ich tue euch nichts. Ja, der Komodo. Der könnte eventuell mir was tun, aber ich bin schneller. Zum Glück. Achtung, gefährlich. Gut. Ja, komm, zischt woanders. Lass mich einfach hier in Ruhe. Weißt du, hier sind zigtausend Ziegen. Nein, sobald hier ein Mensch durchkommt, dem müssen sie angreifen. Nicht die Ziegen. Warum sollten die Ziegen angreifen? Verstehe ich nicht. Hey, Jagdauftrag. Bestimmt mit einem Bogen killen. Gelbnacken-Kaso mit dem Scharfschützengewehr. Oh ja, ein Scharfschützengewehr. Und ich muss... Das ist das Schöne an dem Spiel. Ich muss nicht zwanghaft den nehmen, sondern ich kann einfach... Ist egal, wer es für ein Scharfschützengewehr. Dann nehme ich doch lieben gern meins. Der Gelbnacken-Kasua. War das nicht ein Tier, was wir eventuell bräuchten für unsere Erweiterung? Bestimmt, weil ich glaube, wir können nicht nur mit Jagdaufträgen das erweitern. Wir brauchen ein Fell vom Einhorn. Wie auch immer das funktionieren soll, aber, ja, ne? So, kommen wir über Safe da runter? Naja, Safe ist relativ... Au. Ah ja, doch. War einfach. Überhaupt kein Problem. Nein, nicht schießen. Auf Versehen gerade geklickt. Ja, Allah. Gib her den Lachs. Schön Muni. Mit einem, ne? Mit einem. Okay. Ich brauche... ein Buch. Ist bestimmt wieder irgendwo ein Teil gefunden. Ja. Abgelehnt ist Patent 2, haben wir gelesen. Patent 3, haben wir das gelesen.
Hier ist im Flora, ja, haben wir gelesen. Gut. Herstellung. Jagd. Stinktier, Jagdinstinkt. Also ein Fleischhäutchen nicht mehr sich nähert. Das ist mehr Schaden, aber mehr Schaden. Ich frage mich halt, was bringt dir mehr Schaden, wenn du eine Waffe verwendest, ne? Also, du spritzt es ja nicht in die Waffe rein. So, jetzt müssen wir nur schauen, was ist denn das Ziel der Begierde? Das sind natürlich immer mehrere. Das ist nicht der Richtige. Das ist nicht der Richtige. Vor allem, weißt du, die werden hier als mega gefährlich eingestuft. Ich kill euch alle, wenn es sein muss. Ich muss nur... Alter. Ich muss nur mal schauen. Gelbnacken. Wer ist das denn? Das ist... Ich kenne das Spiel, ne? Das ist nur einer. Es gibt nur einen davon. Ich kann halt auch alle mit der Sniper killen, ne? So ist nicht. Seltene Tier. Ja, das war er nicht. Okay. Komme ich nicht mal mit. Nehmen wir dich mal mit. Nehmen wir dich mal mit. Können sich auch mal ein Schild umhängen. Hey, ich bin der, den du suchst. Ich wette, der da drüben ist das auch nicht. Du bist das auch nicht, ne? Nein. Du bist das auch nicht, ne? Nein, du bist es auch nicht. Eigentlich voll die Verschwendung von Tieren. Ja, aber was willst du machen? Ich sehe noch kommen. Ja, der sieht richtig aus. Junge, ja, der steckt mir auch Schüsse ein. Das ist definitiv der. Moin. Gelbnacken. Gelbnacken. Laut meinem Vogelbuch haben Kasora ein buntes Nackengefieder. Nackengefieder greifen Menschen an, die ihnen zu nahe kommen. Klingt nach meiner Schwiegermutter. Jedenfalls, Kasora mit gelben Nacken sind selten. Wenn du einen erlegst, erhältst du Respekt und Süßigkeiten, die nach Kreide schmecken. Toll. Wollte ich schon immer mal haben. Nein, 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 nein. Ja, heute das Vieh. Achso, hast du schon gemacht. Wenn man wieder typisch gewesen ist, stürzt es ein Abhang runter und weg ist es. Herstellung, wir haben. Wir können irgendwas erweitern. War es das hier? Nein, das war das Einhorn. Das hier war es, ne? Ja, herstellen. Schön. Brennstoffgurt. Verwenden wir zwar fast nie, aber was soll's. Und hier Menschenfresser heißt. Das ist auch eine Jagdaufgabe. Gut. Dann haben wir uns ein Stuff erhalten. Hey, wow, echt? Diese Anleitung ist verfügbar. Danke, Spiel. Ey, die kommen immer so spät wie die Alphasnacht, du. So. Grün, grün, grün sind alle meine Blätter. Dann stellen wir jetzt mal her. Ich habe das Unterwassererforschungsdings. Stell ich mal eins her. Nein, nein. Also eins reicht eigentlich immer. Für die Jagd machen wir wieder den Jagdinst. Nein. Er hat benutzt. Nicht benutzen. Herstellen, du. Mann. Herstellen. Ach so. Ich kann nicht mehr tragen. Ja gut, ein Wunder. So, Medizin haben wir noch. Kampf. Ja. Könnten wir erweiterte Warnung, Feuerfest. Gut, das Feuerfest können wir mal nochmal machen, wenn wir Flammenwerfer losrennen. Aber zurzeit haben wir den gar nicht ausgerüstet. So. Moment. War das jetzt? Ja, sollen wir mal zum Schlenker machen? Und schnappen wir uns mal. Waren wir hier schon? Wir waren hier doch bestimmt schon, oder? Ja, 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 hier waren wir schon. Oh, fehlt irgendeine Beutekiste. Ist toll, dass die auf der Map angezeigt wird, aber hier nicht. Ah, ja, hi. Muni, Muni, Muni. So. Das ist keine Kiste. Das ist keine Kiste. Hä? Moment.
Kannst du das nicht vielleicht auch auf meiner Minimap anzeigen, wenn ich hier schon unterwegs bin, das zu suchen? Menschenskinder. Hier? Munition, toll. Ich war hier doch schon überall, oder nicht? Gut, dann halt nicht. Dann gehen wir mal dorthin. Gibt's hier einen kürzeren Weg dahin? Ja. Gibt's etwas unbeholfen, aber es gibt ihn. So. Ja, okay, das war. Moment, was sind das hier? Wie ist das hier? Nix. Auch nicht schlecht. Ja, komm, da drüben gibt's ganz viel Stuff. Wir holen den uns und danach machen wir den nächsten Jagdauftrag, weil dann können wir uns sehr wahrscheinlich das Ding wieder erweitern. Ich frage mich. Ja gut, ich meine, manche Jagdmission machen wir hier halt alle schon, ne? Also würde ich davon ausgehen, dass das Spiel schon davon ausgeht, dass wir uns das alles, ne? Aber, also ich weiß nicht, ob wir uns noch groß weiterentwickeln hier. Relikt, ja, hi. Ich meine, wir sind halt, von den Waffen her sind wir echt on top, so ungefähr. Das heißt, wir kriegen da jetzt irgendwelche komplett neuen. Ja, Reihe, bla, haben wir schon alles gelesen. Ist hier noch was ich sonst übersehen würde? Nö. Hey, da hinten ist ja ein Relikt, ein Kiste, aber hey, da kommt hier nicht dran. Komisch. Wo wollen wir denn hin? Da unten. Aua. Weißt du, ja, ne, egal. Dann rennen wir mal da rein. Oh. Was? Ah, interessant. Wir sind hier. Ach nee, wir sind ja ganz woanders. Hä? Toll, wie komme ich da hoch? Ja, okay, dann müssen wir jetzt mal noch schauen, dass wir hier das Zeugs abfarmen. Also, da gibt es noch Nebenmission zwei Stück. Und. Ja, das mit den Relikten und so, ich würde die ja schon gern mitnehmen, ne? Einfach aus, ne, weil, also, ich vergleiche das Spiel oft mit Just Cause, ja. Moin, kann man dich looten? Oh ja, kann man. Und ich muss sagen, da haben wir es ja halt auch krampfhaft durchgezogen. Gut, wir haben dafür Stuff bekommen. Ich weiß ja nicht, was wir hier dafür bekommen. Weil Just Cause ist dann halt, okay, du kriegst jetzt was, das ich im Motorrad oder sowas. Oder das mit Schnellreisen. Das wäre schon nice. Schnellreisen haben wir hier ja eh umsonst, so gesehen, ja. Aber. Ja. Ich glaube, das sollten wir eigentlich schon machen. So. Mache ich vielleicht in einer einzelnen. Weiß nicht, reicht das in einer Folge? Vermutlich nicht. Und dann sage ich, jo, das hier ist die Sammelfolge, wen es interessiert, da ist überhaupt nichts in der Story drin, kannst gucken, wenn nicht, ja. Help me? Hast du ernsthaft Help me gerufen? Ne, jetzt sagt er ruhig. Ich hätte schwören können, der hätte Help me gesagt, okay. Da komme ich auch nicht hoch, oh. Da komme ich nicht hoch. Sag mal, könnt ihr nicht einfach hier gescheite Wege bauen, wo man auch gescheit hochkommt? Ja, okay, hier gibt's einen Weg. Hey, hier gibt's einen Weg. Ob der gescheit ist, lässt sich erstmal ein bisschen drüber streiten, würde ich sagen. Aber es gibt einen Weg, das ist schon mal gut. Da falle ich nicht den Hang runter.
Oh, hi. Jetzt verpiss dich. Was war das denn? Also, hä, was war das denn? Greife mich an und schieße mich ein, zweimal und wieder ab. Ihr könnt mich mal, ihr Kackhunde. So. Ah, wir sind fast da. Ich bleib mal lieber bei der Shotgun. Das ist bei Wildangriffen doch etwas besser als die MP. Ja, Frage. Wie komme ich da hoch? Moin. Ach, ihr wollt mich verarschen. Wo soll ich gehen? Das war. Doch, das war auch nun. Okay. Das war ein Komodo. Ach, komm schon. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will hier doch nur mein Stuff machen. Hm? Ich wette, ich muss da hoch. Ja, aber die werden ja wohl kaum einen Tempel errichten, wo man nicht hochkommt, ne? Oh, geil. Wir wollen das Ding mal mit. Ab in die Höhle. Schön. Also ich finde ja immer diese sehr unauffällige Wand, die man aufschießen kann, ne? Kann ich die mit Messer öffnen? Geht das? Ja, komisch. Ja. Einmal Kiste. Das ist richtig gut, dass wir jetzt die komplette Erweiterung haben von der Beutekiste und wir nicht mehr auf die ganzen Fälle angewiesen sind. So, ja, ja, wir untersuchen Bad Town noch, aber wenn wir hier lang gehen, sollten wir eigentlich noch ein Relikt finden. Die Frage, gehen wir jetzt da runter? Komm, geh mal da. Geh. Betonung lag auf geh da runter. Nicht Fall irgendwie und komm dann an. Gibt's denn hier? Ach nee, hier gibt's gar nichts, ne? Das ist einfach nur, wenn ich dazu dumm wäre, gewesen wäre zu springen. Wow. Gut, dass wir hier mal reingeguckt haben. Aber hey, wir wissen auf was uns hier erwartet. Gut. Also. Ah, das ist über mir. Geh doch. Ich höre Warane. Das hier ist ein heiliger Tempel, da geht ihr ja nicht hin. Okay, hier wimmelt es gefühlt nur von den Wildschweinen hier oben. Rechnen damit, einige Sprengen durchzuführen. Ja, okay, wir haben eine Sprengung hierfür durchführen müssen. Allerdings. Oh, das ist eine Schlange. Kann ich dich häuten? Nö. Okay, hier gibt's Schlangen. Haben wir schon mal eine Schlange hier gefunden? Ich weiß nicht, ich dachte, es wäre eine Warane. Das sind Warane, definitiv. Aber die haben sie nicht auf mich abgesehen. Sondern auf die Ziege. Die Ziege schreibe ich in meine Richtung läuft. So, was, weißt du was? Wir haben ja hier, ne, Jagd. Geben wir uns mal ein Stinktier. Benutzen. So, ich werde dann theoretisch nicht angegriffen. Yo. Oh. Wow. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich dachte, er klatscht mich jetzt. Ich dachte so, nö. Ich bin jetzt echt davon ausgegangen. Das kommt. Was? Das kann man nicht erschießen.
Ja doch, der dreht ab, tatsächlich. Komisch, bei denen funktioniert's. Bei der nicht. Ich heil mich mal. Komme ich irgendwie wieder runter? Okay, Moment. Wir wollen dorthin. Notfalls können wir schneller jetzt machen, aber wir sind ja fast da. Gut, das überleben wir doch irgendwie. Wow. Sehr gut sogar überlebt. Sprinten wir mal schön dahin. Ja, ja, du bist gleich leer. Ist okay. Ach, ja. Nächster Jagdauftrag. Was jetzt? Der Hai? Kann es sein? Oder das Einhorn? Die Hunde eines Zwingers sind an Tollwut erkrankt. Erlege sie mit dem gestellten RPG. Warum muss ich die mit einem RPG erledigen, wenn ich auch einfach eine Granate reinwerfen kann? Das ist doch viel einfacher. Wenn, ich meine, die sind im Zwinger. Weißt du? Jagdauftrag. Wollte ich mich verarschen, wenn die eingesperrt sind? Was ist dann das Problem? Wahrscheinlich komme ich da jetzt hin. Und die sind nicht eingesperrt. Hey, Kiste. Nehmen wir gleich mal mit. Und Medikit, ja, Alter. Muni ist voll, schön. Das rostige Posaune. Die hat da reingepasst, okay. Okay, ich frag gar nicht, erst nicht. Nehmen wir mit. Wollte ich gerade mir Medizin herstellen, wäre eigentlich meine Idee. Erstellung. Erstellen. Gut, was anderes. Jagd, stinkt hier Ding. Ja. Schauen wir mal. So, du, was gibt's denn hier für eine Waffe? Was ist ein RPG? Ist das ein Raketwerfer dann, oder? Ach so. Für, 12, ja gut. Ja, nee. Muss ich den nehmen, oder kann ich meinen nehmen? Ich meine, wenn er... Er hat gesagt, Zwinger, oder? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Wow. Okay, das ist kein RPG. Das war ein Granatwerfer. Stimmt ja. Ich muss für verdammt tollwürdige Hunde so ein fettes Ding nehmen. Logisch. Kann mir nichts anderes vorstellen. Hä? Lasst euch Zeit, geil. Willst du mich verarschen? Die sind im Zwinger, hat er gesagt. Ich höre die über. Ja, anscheinend sind sie nicht mehr im Zwinger, hä? Ja, was, Junge, aus der Entfernung schießt er nicht nur Raketwerfer. Ja, boah. Hä? Du hast kein RPG benutzt? Ich habe die vor Ort gestellte Waffe verwendet. Was ist bei dir denn ein RPG? Moment. Handbuch. Transport, Pflanzenleben, Waffen. RPG 7. Ja. Ich habe kein RPG verwendet? Am Arsch. Ich habe doch diese sehr unauffällige Waffe in der Hand. Aber das mit dem, ja, diesen Käfig eingesperrt, Aber wer jagt die denn aus, ne? Also vor allem jagen mit einem RPG. Ja, ich hole die mir von da oben. Übrige 8. Wow. Bisschen down. Sehr, also, sehr richtig kacke. Du hast keine RPG verwendet. Okay, da drüben sind die Zwinger. Jag mal einfach mal da einer rein, ne? Wow, da war keiner. Toll, die hauen alle ab. Da ist doch einer. Müssen verarschen. Ja, weißt du, als ob ich da.
Willst du mich verarschen? Ist durch die Explosion vom Auto gestorben. Was ist denn das? Du Kackspiel! Du hast kein RPG verwendet. Schnauze, hab ich. Kann ich dafür, wenn der LKW da mitgeht? Hi. Also, das ist... Ne? Wie war das? Eine Jagd sollte eigentlich fair... Also, in Anführungszeichen fair sein. Eine Jagd selber ist ja nicht fair, aber... Hi. Ach nee, jetzt habe ich keins verwendet. Können die bitte auf einen Fleck gehen? Wahrscheinlich stirbt einer nach einem Feuer hier. Und dann heißt es wieder, dass ich kein RPG verwendet habe. Ach ja, wie viele haben wir noch? 7. Okay, Moment. Ich muss jetzt mal gucken, wo die sind. Jagd. Jagdinstinkt. Benutzen. Oh, einer ist neben mir. Ja, hey. Noch mal so eine Sache, warum das... Warum man das nicht verwenden soll, hä? Keine Sau der Welt würde hierfür einen Raketenwerfer verwenden. Also jetzt mal ehrlich. 5. Wo sind die denn? Ah, ich habe einen gehört. Muss gleich neue Muni holen. Snack dir mal bitte neue Muni. Danke. Der Jagdinstinkt bringt mir gerade irgendwie gar nichts, deswegen macht es auch nichts, wenn er jetzt abläuft. Tollwütige. Hi. Weißt du, tollwütige Hunde. Klar, da würde ich auf jeden Fall einen Raketenwerfer für verwenden. Was denn sonst? Ich meine, es steht gar nicht zur Diskussion, ne? Ich meine. Junge, ich will das nicht tun. Aus der Entfernung. Boah, leck mich doch am Arsch. Bei meinem Glück hätte es den Hund jetzt gar nicht getötet. Weißt du, ich sterbe eher durch die Explosionen, die ich aus so einer geringen Fernung... so, hä? Wo sind jetzt so 3 Hunde noch? Die sind in Zwingern, klar. Da oben ist einer. Also, Props an diesen Menschen hier. Weißt du, ich meine das Land befreien und so von mir aus. Oder wie gesagt, Kumpels befreien, retten. Aber er kann doch jetzt nicht mit Stolz behaupten, dass er tollwütige Hunde entfernt hat, ne? Mit einem Raketenwerfer, mit einem verdammten Raketenwerfer. Oh, wo sind jetzt die letzten 2? Immer das Gleiche. Eigentlich, dass der Marco mir direkt zeigt, wo die sind. Nö, macht er nicht. Also, komm, herstellen, wieder Jagdinstinkt. Jagdinstinkt herstellen. Nutzen. Ich sehe keine. Klasse. Mega gut. Echt, Jagdinstinkt-Spritze lässt mir so Leute zeigen. Oder Tiere zeigen. Wow. Erzähl mir mal was Neues. Ich meine, warum sind die überhaupt ausgebüxt, frage ich mich. Warum sind die ausgebüxt und warum zum Heulen muss ich die mit dem Raketenwerfer auf so einer kleinen Fläche, ne? Wenn die jetzt in einem großen Tal wären, ich wäre oben. Ich, davon abgesehen, dass man Tiere nicht im Raketenwerfer jagt, aber... Ne?
Also, wenn ich jetzt mal wüsste, wo die sind, wäre es schön. Wäre sogar sehr schön. Drüben, schon mal was geblinkt, ne? Wahrscheinlich renne ich den jetzt gleich einfach in die offenen Mäuler. Und dann heißt es wieder, oh ja. Stelle Jacken schmecken. So. Eins. Wo ist der letzte Kollege? Der kam von rechts. Ciao. Oh. Ein Erfolg. Junge, das... Nee, also ich sammle jetzt nicht die ganzen Hunde auf, ne? Aber Erfolg. Also, wow. Wow. Wenn du das als Erfolg ansiehst, dann ist es ein sehr trauriges Game. Jetzt mal ohne Scheiß. So, kriege ich meinen wieder? Nö, ne? War ja klar. Krieg Munition für den. Toll. Oh, also, ne? Erfolg. Ja, ja, klar. Ah, noch eine Dingaufgabe. Gehen wir da mal noch hin. Jagderfolg, Alter. Ja, also... Lauf einfach weiter. Ja, Schnauze. Wenn jetzt irgendeiner mich hinterher rennt, zerstückel ich ihn. Achso, du bist durchs Feuer gelaufen. Ja, selten sowas Dummes erlebt. Achso, doch. Verpiss dich! Siehst du, genau deswegen nehme ich die Shotgun. Alter! Pisst euch. Pfeile, hey. Also ich meine, ich will die ja nie an, ne? Aber wenn die halt mich angreifen, kann ich nichts machen. Was schwebt denn hier? Ist das ein Golfschläger oder was? Was ist denn los? Ah, was ist los? Ise! Deswegen habe ich die Shotgun im Anschlag. Ein Schuss und das Vieh ist tot. Jo, der ist weg. Der ist weg. Alles gut. Kannst rauskommen. Da kommt der nächste gleich. Alles gut. Ja, Alter, nervt mich nicht. Ich dachte, er sagt wenigstens nur noch sowas wie Danke oder so. Weißt du? Er wird vom Vieh verfolgt. Ich töte das Vieh, dass er halt, ne, Sicherheit ist und so. Wo hast du jetzt Angst? Mann, Mann, Mann. Lass mich leben! Lass mich leben! Hä? Hier ist doch gar keiner. Die lassen dich doch leben. Was hast du denn? Ey, meine Fresse. Oh. Hey, eine Unterwasserhöhle. Waren wir da schon? Ich glaube nicht, ne? Warte, gab's da vorne ein Boot? Nö. Gut, dann gehen wir erstmal ganz altmodisch schwimmen. Das habe ich nicht gesehen. Steuerung. Ja, Steuerung, Steuerung, Steuerung. Hier gibt's doch gar keine Krokodile. Den habe ich übersehen. Ich dachte, was schwimmt denn da? Ja gut. Okay, Augen auf beim Haustierkauf. Was? Okay, das war jetzt... Lass mich raten. Das ist genau da, wo ich hin wollte. Ich glaube, da ist ein Krokodil drin. Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. So, ne, so schnell kann ich nicht drücken. Also, mal, das muss man immer Leertaste drücken oder so. Kommt der mit Steuerung an. Okay, aber... Also, ich glaube, dass da ein Krokodil ist. Ich bin mir nicht sicher. Du siehst ja... Ist doch kein Krokodil. Du siehst es halt auch nicht.
Kannst mir erzählen, was du willst. Hier ist kein Krokodil drin. Ich werde vielleicht wieder angegriffen. Mit Ansage. Ich sehe keins. Okay. Ich gehe jetzt mal schnell wieder raus. Jetzt denkt man hier überhaupt Blümchen. Und dann fahren wir einen Jetski mal rein. Vielleicht sind wir da ein bisschen sicherer. Oh, da ist auch noch eine Höhle. Mal erstmal hier die. Also, das war hier, ne? Wo sind wir denn da unten? Ich meine, es war hier. Wenn wir gleich merken, wenn wir vom Krokodil angegriffen werden, da war es hier. Also, Steuerung ist auch on point. Hi. Ist das ein Hai? Oder ist das ein Kranisch? Kranisch. Oh, Fähigkeitspunkt erhalten. Schön. Was haben wir denn? Ist das ein Kranisch oder ein Hai? Hai. Ja, okay. Logisch. Bei Wasser? Ja, gut, beim Spiel ist das nicht mehr so logisch, ne? Ich meine, laut denen ist es auch logisch, mit einem Raketenwerfer auf Hunde zu schießen. Aber gut. Ja, das sind Kerzen. Gut. Wir tun jetzt mal noch einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Fähigkeiten. 3? Wann habe ich denn bitte 3 bekommen? Okay, das gezielt nachladen. Ich dachte, das hätten wir schon. Okay, von unten killen. Länger Luft. Weiche Landung. Das wäre vielleicht, ne? Wir haben schon öfters durch hohen hohen Fall und so. Fahrzeug leidet weniger Schaden. Mehrere Takedowns hintereinander. Mehr Heilung, aber da hätte ich lieber gern das da mehr. Und hier, wenn ihr scheinbar euch hier angegriffen, verringert die Gefahr, von Gegnern umgestoßen zu werden. Ja, Bogenschutz-Experte, Pistolen, Schrotflinte schneller nachladen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Machen wir einmal, ja. Offenes hier ist, einen kann schnell die Waffe wechseln. Boah. Das plündert Gegner automatisch um 25%. Was? Du plündest Gegner automatisch, wenn du einen Takedown durchführst. Ja, das machen wir. Nahkampfkills 1 von 3. Messerwurf Takedown. Töte ein Messer und nutze dessen Messer, um einen weiteren Gegner zu töten. Nahkampfkills. Ach, das war das mit den Granaten in die Hand drücken und. Ne? Wo sind das? Achso, klar, geht nicht, weil... den habe ich freigeschaltet, den noch nicht. Okay, dann muss ich mehr Leute nah killen. Merke ich mir mal. Das könnten wir machen, so fahren wir aber nicht Auto. Also, 4 Gesundheitsfelder, wir haben zurzeit nur 4. Also lohnt sich das hier eigentlich noch nicht. Was? Körperpanzer gekauft. Durchgeübten Umgang mit Körperpanzer. Körperpanzer. Habe ich mir das niemals gekauft? Aus dem Shop, ne? Ja gut, das könnten wir theoretisch holen. Dann habe ich hier teilweise geleerte Gesundheitsfelder, gehen jetzt nicht 100% schneller. Doppelt so schnell wäre das ja dann schon. Nachladen. Stürzen. Ja. Ja, was ist das hier? Cool, benötigt Geschütz-Skills. Länger stationäre Waffen, bevor sie überhitzen. Brauche ich auch nicht wirklich. Schießen aus der Hüfte. Ich will eigentlich nicht aus der Hüfte schießen, aber gut. Machen wir hier die 2. Einmal nachladen, während ich scope und dann hier schnell aus der Hüfte und schon mal das Tattoo an. Schön. Und zurück. Und dann brennt sich das richtig schön ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich meine jetzt mal einen Cut, weil ich muss das Fenster zumachen, weil ich höre die halbe Nachbarschaft hier und ich hoffe, dass man sie nicht unbedingt in der Aufnahme hört. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!